wir haben heute ein ordentliches Spiel gemacht, haben vielleicht verpasst, noch ein bisschen konzentrierter zu sein im Abwehrverhalten oder auch vorne in der Konsequenz der Torschützen, sonst hätten wir vielleicht noch höher gewonnen. Aber unser Ziel war zu gewinnen und es auch, denke ich, über das ganze Spiel souverän. Von dem her gesehen freuen wir uns, dass wir die Serie halten konnten und spielen jetzt am Mittwoch wieder bei einer Mannschaft, die um die Existenz spielt. Da müssen wir immer erstmal selbst schauen, dass wir über den Kampf kommen. Konnten aber heute auch ein bisschen durchwechseln, Felix Danner mal schonen. Und jetzt hoffen wir, dass wir am Mittwoch nachlegen können. Und dann haben wir nächsten Sonntag hier einen schönen Saisonabschluss gegen Leipzig. Und dann wollen wir natürlich hier gemeinsam immer feiern. Gummersbach, das sind so Namen, die da dringend notwendig dabei bleiben sollten. Aber so ist es im Sport. Jeder muss auch verantwortlich sein für seine eigene Leistung. Wir haben auch die Saison schon Probleme gehabt und haben uns jetzt gefangen. Und dann muss man die Saison einfach abhaken. Wir müssen dann sagen, es war eine Saison, die nicht optimal lief, aber trotzdem haben wir eine sehr gute Mannschaft. Und nächstes Jahr werden wir noch eine bessere Mannschaft haben. Und von dem her gesehen können wir uns schon alle freuen auf den Saisonabschluss mit der jetzigen Mannschaft und auf die neue in der kommenden Saison. Dankeschön. Also 15-1 Punkte sind ja schon massig. Keine Ahnung, wie es dazu kommt. Zum einen muss man sich mal wieder bei den Zuschauern bedanken, die jedes Mal auch bei schlechtem und vor allem bei gutem Wetter in die Halle strömen. Vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung die letzten Wochen. Und dann ist natürlich, keine Ahnung, vielleicht ist der Europapokal endlich aus dem Kopf raus oder hat uns vielleicht irgendwo gelähmt, aber trotzdem haben wir jetzt irgendwie in der Rückrunde die Wendung gekriegt und ja, mittlerweile läuft's. Wir haben mittlerweile eine Aufstellung gefunden, die jetzt rollt. Und daher sind wir ganz zufrieden und hoffen, dass wir die letzten drei Spiele auch erfolgreich gestalten können. 60 Minuten Vollgas ist unser Motto, das machen wir auch, denke ich, jedes Mal. Und wir gehen in das Spiel rein, um das zu gewinnen. Und dann muss man mal sehen, was die Liga so macht. Ja, es wissen natürlich alle, dass man hier nicht zwei Punkte fest einplanen kann. Aber in unserer Situation müssen wir um einen Sieg spielen. Und ich glaube, es sah auch heute lange Phase ganz, ganz gut aus. Aber es war dann das typische Spiel von der MT. Wir haben Fehler gemacht und die wurden eiskalt bestraft. Ich glaube, wir hätten unsere Chancen beim Abschluss besser nutzen müssen und weniger technische Fehler haben müssen. Dann hätten wir auch eine gute Chance hier gehabt.